und an der Spitze, das wissen wir ja alle, die hier sind, haben wir Neumariche, die ihre ersten Schritte auf einem Regimentsexerzierer der Roten Funke gezeigt hat. Und die Kolleginnen wissen, wie das so ist beim ersten Mal im Körpergarneval. Das ist schon eine ganz besondere Herausforderung, die glänzend gelungen ist. Das designierte Mariechen der Roten Funke, Judy Gerwin und der Tanzoffizier von der Dr. Bachner, Deutschland. Jetzt wollen wir unser designiertes Mariechen zu einem Mariechen der Roten Funke machen. Judith, ist jetzt wie eine Kirche. Bist du bereit? Ja. Willst du dich mit diesem hier versammelten Chor enger verbinden? Ja. Da steht zwei Meter, bist du mir gerade hingefallen. Also. Dann bitte ich die Damen und Herren des Auditoriums um die heilige Ruhe für den Marieschen-Eid. Dann sei so nett und sprich mir nach. Bei Öllisch Böcken Ädelnütz. Bei Öllisch Böcken Ädelnütz. Und bei der Rudwies Funkemütz. Und bei der Rudwies Funkemütz. Will ich mit dem Hölzerfässchen sinn, will ich mit dem Hölzerfässchen sinn, ein brave Marketenderin, ein brave Marketenderin. Dem Frusin will ich mich verschriebe, dem Frusin will ich mich verschriebe, lustig Funkemädchen bliebe, lustig Funkemädchen bliebe. Und hätt die Funke wach Appell, und hätt die Funke wach Appell, dann meld ich pünktlich mich zur Stelle. Dann meld ich pünktlich mich zur Stelle. Ihr sollt Lev Mariechen an. Ihr sollt Lev Mariechen an. Das schwör ich, ob die Funke fahren. Das schwör ich, ob die Funke fahren. Herzlich willkommen bei der Kölsche Funke Rotwitz. Hier gibt es jetzt zumindest den Halt auf dem Fässchen. Alter, wenn ich noch doof mache. Alter, ja, was soll ich dann sagen? Worum, wie rum ist er? Also, dann ihr wisst Bescheid. Judith, das Fässchen wird kommen. Boss. Ja, mach mal keine Sorge. Boss, mach das, was am besten kann. Du rufst das Fässchen. Du rufst der Gesellschaft. Ja, wir können eigentlich noch schon. Noch mal. Ach so. Die Damen, die so wunderbar mitgemacht haben, wo ist der große Blumenstrauß? Der große. Haben wir Evans an der Andrea Schuh verblüht. War einfach falsch. Andrea und uns der Wiederholung. Nein, war auch falsch. Wir verschenken dem Oscar sich ein Fresskorb im Sitz. Die Nummer 1 schritt für. Die Nummer 1 schritt nach links. Da
ist immer Kommando, ne? Alles nach Willi, Lord. Der Flagge, bitteschön. Möge herantreten. Hochverehrter Herr General Rief, wisst ihr mal so, der kommst du und meine lieben Chorpräsidenten, ne, mit dann nur hin, so geht und zur SCT und jetzt zur Arbeit. Kommt mal und attestiert doch mal bitte mit diesem Vereinigungsprozess. Das wäre doch sehr schön. So. Und wir an der Ecke, haltet die Fahne irgendwie mit. Sehr schön, so wird die Arbeit. Ja, nicht nur Ärzte zu, man muss auch ein bisschen sich bewegen. So, jetzt hätte ich gerne mal von euch allen, ihr Funken, dass ihr mir nachsprecht. Sind da alle Rad an der Fahne, ja? So, wenn ihr Co-Präsident jetzt die Hand an die Fahne legt, dann müsst ihr damit rechnen, dass wir euch eines Tages auch mal mit auf Wache legen. Also, das wird möglicherweise passieren. Nicht, dass jetzt sogar die Hand hier von der Fahne. Die Funke sowieso nicht. Meine Herren, seid ihr bereit? Ich verstand nichts. Der sah auch mit. Seid ihr bereit? Ja! Dann sprechen wir nach. Wer ich würde gerne Mütz. Und wenn ihr gut wies, Funke Mütz. Wem hölzern Zahlen und die Meer. Will treu ich sinne dem Faste leer. Will suffen suffe als der Mare. Und wie ist der Regen kann Not vertragen. Der Menschen will ich nicht verschrieben. Der Bützerei nicht übertrieben. Auch Knutsche will ich mit manieren. Nur deutsche Menschen kann es hier. Ne Funke will ich Sinn von Hummer bis Wuffe. Das tun ich ob die Fahrt jedoch. Herzlichen Glückwunsch. Den musikalischen, karnevalistischen Zapfenstreich hören, lasst mich euch noch ein paar Gedanken mit für das geben, was vor uns liegt. Der militärische Zapfenstreich ist das höchste militärische Zeremoniell, das die Bundeswehr einem Menschen andienen kann. In der Regel werden diese Zapfenstreiche gespielt bei der Verabschiedung des Bundespräsidenten, der Bundeskanzlerin oder aber auch des Verteidigungsministers. Mehr geht nicht mehr beim Militär und er ist ein Ritual, das viele von uns, die älter sind, kennen und viele, die heute gar nicht mehr bei der Bundeswehr gedient haben, erleben können. Der karnevalistische Zapfenstreich, den wir jetzt hören, ist eine Persiflage, so wie wir ihn auslegen, auf das Militärische. Es gibt viel im Körner Karneval und sie sind
gerade bei den Chorgesellschaften, einzigartig und alle in ihrer Art grandios. Unsere Zapfenstreich hat keine militärischen Kommandos und betont in dem, was folgt, die kölschen Elemente mit Musik aus dem Kölner Karneval. Er greift Musik aus dem Liedschatz der roten Funken, und wenn es im militärischen Zapfenstreich um das Gebet geht und es heißt, ich bete an die Macht der Liebe, dann spielen wir in unserem Zapfenstreich gut und wie liebe ich dich. Jeden, der möchte, soll es erlaubt sein, an dieser Stelle aufzustehen. Im Übrigen schließt der Zapfenstreich mit der Nationalhymne im militärischen Bereich. Die Nationalhymne bei den Roten Funken ist der Funkenmarsch. Diesen Zapfenstreich möchte ich euch allen widmen, die im Karneval Verantwortung, Engagement und Auftrag haben, diese Stadt ein Stück reicher und schöner zu machen und diese Gesellschaft zu durchdringen mit der fünften Jahreszeit. Roman Herzog, der in der vergangenen Nacht verstorben ist und Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland war, hat gesagt, die Kultur der Toleranz beginnt damit, den anderen zu akzeptieren. Auch widmen wir diesen Zapfenstreich Jupp Rosendahl, dem Ehrenpräsident der Kölschen Funkentöter, der bis 2015 Präsident war und heute Vormittag im Alter von 79 Jahren verstorben ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der karnevalistische Zapfenstreich der Roten Funken.
meine sehr verehrten Damen und Herren, Lefa Slonsäcke. Das ist sozusagen der karnevalistische Segen für die Tag, die für uns liehe. Und jetzt freuen wir uns noch dem Regimentsexerzieren der Kölsche Funke und Wies, ob wir das Regimentsexerzieren von Jan von Wert, morgen Jung auf Früher, noch in der Kirche. Möge uns der Karneval in den Tagen, die vor uns liegen, das bescheren, was wir uns alle davon wünschen, ein friedvolles Fest. Menschen, die mit uns feiern wollen und Menschen, auf die wir zugehen können. Wenn das gewährleistet ist, wird es eine brillante Session. Und alle, die wir da sind, sind getragen, diese Gedanken des Karnevals nach außen zu tragen und in die Welt hinaus zu schreien. Versöhnung, Freundschaft, Kameraden und Freude, das hat die Welt bitter nötig. In diesem Sinne lassen wir noch jetzt vier, lassen wir noch der ein oder andere geirrte Kölsch zusammen trinken, Kutjut durch die Session und vor allen Dingen jetzt Kutjut heim. Wer noch einen Mütze im Kopf hat, möge sie abnehmen, nicht ohne zu vergessen, mich zu bedanken bei dem grandiosen Orchester Helmut Blödgen, unserer Regimentskapelle. Und unterstützt durch die Musiker von Hürth weiß Fischelich. Das sind die jungen Ohren Ruth und Wies und Schwarzhund, Abarus wie Ude Funke. Und nicht zu vergessen unseren Dambozug, der seit Jahrzehnten an unserer Seite steht. Kutjut heim, a tschüss, mit Drängen auf den Netze, Kölle! Ude Funke! Kölle! Das Regimentsexerzieren der Kölsche Funke und Wies ist geschlossen. Wiedersehen!